Hallo liebe Pferdefreunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horse Life Freunde für immer. Hallo Pferdchen? Hä? Das Spiel ist, glaube ich, kaputt. Hallo! Hä? Mein Pferd ist kaputt! Alle anderen Knöpfe funktionieren, aber der Rechtsknopf. Hallo! Hallo? Aha, jetzt geht's wieder. Aber warte mal, ich habe was gesehen. Nein, wie cool ist das? Oh, wir hätten schon die ganze Zeit hier Fotos machen können. Ja, toll. Hätte ich das vorher gewusst, ne? So. Okay. Hab Bilder gemacht. Oh, wie cool. Oh, guckt mal. Davon machen wir auch noch mal gleich ein Bild. Seien sie greifen uns an, aber ich hoffe mal nicht. Denk mal, das sind friedliche Kühe. Ich hoffe doch mal, dass es Kühe sind. Die sind ja toll. Oh, ich muss hier, wer weiß, wie viele Bilder erstmal machen. Was? Stopp. Ich hab doch hier eben eine Schlange gehört, oder etwa nicht? Okay, ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen dann. Wir reiten mal lieber weiter. Mal gucken, was hier noch so alles gibt. Da sind wir jetzt einfach mal eben hier so hingelandet, ne? Einfach mal eben so in die USA. Ich glaube, man hört nur die Klapperschlange, ne? Ich glaube, sie nur so kann man die, glaube ich, hier nicht. Also, es ist schon schön hier. Das ist voll wunderschön. Ich dachte, jetzt passiert hier gar nicht mehr so was Aufregendes, ne? Und alles so ein bisschen easy peasy geworden oder so. Aber das ist ja hier nochmal so ein Hartüpfelchen so gefühlt. Warte mal, Willi. Ich mag davon auch noch mal ein Bild machen.
Da wird sich jetzt jeder andere darüber aufregen. Oh, die fotografiert doch nicht so viel. Aber es tut mir nochmal leid. Ich muss ja alles fotografieren jetzt. Jetzt, wo ich das gesehen habe, dass man hier einfach so fotografieren kann. Tut mir das echt leid. Hätte ich auch gerne bei den anderen Sachen gemacht. Naja, solange hier keine Schlange oder so kommt und Willi hier erschreckt, ist ja alles gut. Auch wenn man manchmal das Gefühl haben kann. Oh, ich will auch denn nochmal die Weide mir vor allen Dingen angucken und so. Das muss ja cool sein. Von diese Vögel, die man hier öfters hört oder so. Baby. Oh, der Stein ist ja auch irgendwie cool gewachsen. Ich glaube, ich wüsste jetzt niemals, welches Bild ich auch für das Thumbnail dann benutzen soll. Also lasst euch überraschen, welches es auch ist. Es sind alle wahrscheinlich so wunderschön. Schade, dass man sich nicht selbst fotografiert, also dass ich sie fotografieren kann. Achso, da ist schon das Ende. Oh, schade. Hat gerade so viel Spaß gemacht, hier den Ausritt. Oh Mann. Dein Pferd ist gut in Form. Ja, ich weiß, dass mein Pferdchen gut in Form ist. Du hast das Ziel des Ausritts erreicht. Juhu. War ja auch ganz gleich schwer. Das war ein guter Ritt. Dein Pferd ist bestimmt sehr zufrieden. Ihr seid schon ausgeritten. Willi fühlt sich jetzt bestimmt viel besser. Ich bin gekommen, weil ich eine Idee habe. Solange du in Amerika bist, solltest du mal was richtig Amerikanisches ausprobieren. Deshalb möchte ich, dass du auf einem Mustang Dressur trainierst. Oh, wie cool. Ja, du hast richtig gehört. Diese Pferde haben den Ruf, unzähmbar zu sein. Wenn du die geforderte Figur hinbekommst, beweist du allen, was für eine tolle Reiterin du bist. Oh, was? Ach ja. Wir haben noch ein Dressurtraining vor uns. Also, wenn du möchtest, können wir die Figur Terra Ater. Terre a Terre üben. Oh, die hatten wir schon mal gesehen. Wisst ihr noch? Diese Hüpferdinger da. Sie ist nicht besonders kompliziert, aber man muss die Technik beherrschen. Versuch es doch mal. Ach, cool. Oh, der ist voll hübsch, der Mustang. Genau das habe ich gemeint, das dann nämlich. Oh, darf ich den bitte behalten, den Mustang? Ich finde ihn voll toll. Ich mag Mustangs. Die reitet auch die ganze Zeit gebisslos, ne? Finde ich toll. Man hier denn in der USA mehr als jetzt nur zweimal auf perfekt? Anscheinend schon. Gut,
gemacht. Du hast alles Wichtige gelernt. Jetzt kannst du mit der nächsten Lektion weitermachen oder gleich mit dem Wettkampf beginnen, wenn es dir lieber ist. Hallo! Oh nein, nicht schon wieder. Du bist sicher Sonja, Owens Cousine. Ich bin Susi. Ich habe dir beim Training zugesehen. Du scheinst sehr gut mit Pferden umzugehen. Ich nehme auch an der Weltmeisterschaft teil. Ich werde dich als Gegnerin ernst nehmen müssen, aber eine Chance habe ich trotzdem. Ich habe gerade mit deinem Cousin über eine Meisterschaft nicht weit von hier gesprochen. Sie könnte als Vorbereitung für den großen Wettkampf nützlich sein. Hoffentlich sehen wir uns da. Bis bald. Ah, da bist du ja. Bestimmt hast du inzwischen Susi kennengelernt. Sie ist die beste Reiterin hier in der Gegend. Sie hat mich gebeten, dich für unseren lokalen Wettkampf anzumelden, als Vorbereitung. Du warst bei deinem Training mit dem Mustang so gut, dass ich dich fragen wollte, ob du lieber mit deinem eigenen Pferd oder mit dem Mustang am Wettkampf teilnehmen möchtest. Das überlasse ich dir. Aber denk dran, die Leute hier wären sehr beeindruckt, wenn eine Ausländerin auf einem Mustang teilnimmt. Geh zu den Boxen, um dich zu entscheiden. Komm zu mir, wenn du bereit bist, den Rocky Mountains Wettkampf zu starten. Entscheiden? Ja klar, hier, Ostung, oh Manu, Willi. Und die Entscheidung, ach Manu. Ich meine, der Mustang ist so toll, ne? Und Willi ist aber extra eigentlich mit hierher gekommen, damit er uns hier unterstützt und so. Und dann soll ich jetzt einfach so die Mustang nehmen? Oh, der Mustang ist so toll. Oh, es tut mir leid, Willi. Oh, ich bin so gemein. Es ist mir echt nicht gerade leicht gefallen, Leute. Okay, ja. Dann würde ich trotzdem mal sagen. Oha, der muss hangen, der muss auf alle Fälle dann auf die Weide. Obwohl wir das eigentlich auch beim nächsten Mal machen können, ne? Ja, jetzt kannst du einmal kurz her. Da steht unser Willi. Oh Manu. Warum kommt Willi nicht? Oh, der wird nie wieder zu uns kommen. Nie wieder. Oh, der wird uns so hassen. Kann ich mich immer wieder umentscheiden? Oh, du bist aber ein Hübscher. Manu. Oh, du bist ja wirklich ein ganz, ganz Hübscher. Oh, Manu. Aber Willi war Willi. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe. War es richtig, unser Pferd so gesehen, irgendwie so ein bisschen, ja, jetzt im Endeffekt zu vernachlässigen, nur für ein Pferd, was man also selbst, also richtig gut, toll findet. Also noch, ja, was heißt noch besser als Willi, aber oh Mann. Oh, ich weiß nicht, ob ich damit leben kann. Oh, er echt schick aussieht, ne? Aber ich würde ja mein eigenes ja auch noch nicht mal einfach so jetzt, ne? Einfach so sagen, ja, nö, ich mach das jetzt mit dem und fertig, ne? Ach, Mann, ja, okay. Ich würde einfach sagen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Horse Life, Freunde für immer in der USA. Drückt das Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat und Spaß gemacht hat. Und kommentieren und abonnieren wäre auch voll toll. Also bitte, bitte kommentieren und bewerten, bitte. Und abonnieren. So. Einfach nochmal alles dreifach und vierfach sagen. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Horse Life, Freunde für immer und tschüss.